Herzlich willkommen im Haus Saargau. Hier im wunderschönen Ort in Giesingen auf dem Saargau. Kommt doch rein. Saargau ist ein typisch lothringisches Bauernhaus, besteht jetzt seit über 20 Jahren als dynamischer Veranstaltungsort an der deutsch-französischen Grenze. Wir sind hier in unserem Museumsbereich des Haus Saargau, ganz typisch die Dreiraumtiefe. Hier stehen wir in der sogenannten guten Stube, in der Mitte mal der Harsch mit der Küche und nach hinten ein weiterer Raum. Und prägend hier für diesen Museumsbereich sind die lothringischen Bauernhausmöbel der Sammlung des Pfarrers Louis Pink des Saarlandmuseums Saarbrücken. Und von hier aus gehen wir jetzt mal weiter in die ehemalige Küche des Hauses. Haus hat sich natürlich im Laufe der Zeit verändert. Die Küche ist irgendwann ganz hier nach hinten gewandert. Original ist noch die alte Stiege. Hier ist man nach oben gegangen zu den Schlafräumen, sind nochmal drei Räume. Und vor allem aber die Küche hier mit den ganz vielen Exponaten zeigt das Leben in früheren Zeiten. Zum Beispiel hier zum Bohnenschnippeln dieses Gerät. Dann haben wir ganz spannend, was früher typisch war, diese Kreschenbank, wo man dann die Krüge, die Kreschen darauf gestellt hat. Oder auch so Geräte wie, ich nehme es mal zur Hand, diese alte Kaffeemaschine. Im ehemaligen Stall des Hauses mit seiner Kaminofen- und Hakenplattensammlung kann man sich heute in uriger Atmosphäre trauen lassen. Wir sind jetzt in der Scheune des Haus Saargau mit unser schönster Raum für Kunstausstellungen. Wir haben das ganze Jahr über von März bis Oktober ein sehr abwechslungsreiches Veranstaltungsprogramm, das ganz viele Sparten auch noch mal bedient. Von Kunstausstellungen über Vorträge, Konzerte auf dem illuminierten Heuboden. Unsere Mundartveranstaltung Platt im Garten mit Kaffee und Kuchen in unserem Duft- und Würzgarten. Das ist wirklich eine Palette, wo wir versuchen, ja, jedem Geschmack noch mal nachzukommen. Das Ganze ist dann die Krönung, ist dann letztendlich der Adventsmarkt des Fördervereins Bewahren und Erneuern hier in Giesingen im Dezember. Auf dem Heuboden sieht man dann auch sehr schön die typischen Konstruktionsmerkmale des denkmalgeschützten Hauses. Das ist beispielsweise unser Bruchsteinmauerwerk aus regionalem Baumaterial, Kalk und Sandstein. Das ist der Strebendachstuhl und das ist auch die originale Dacheindeckung dort mit der Mönch- und Nonnenziegeleindeckung. Jetzt sind wir in dem schönen Garten, Duft- und Würzgarten des Hauses. Dieser Garten gehört zu dem internationalen Projekt Gärten ohne Grenzen. Auch in unserem Duft- und Würzgarten finden das ganze Jahr über zahlreiche Veranstaltungen statt. Lesungen, Konzerte, Vorträge, Schulungen. Hier endet auch mal eine Wanderung unseres Kooperationspartners Naturpark Saarhundfritz. Aber hier darf man vor allen Dingen auch naschen und probieren, zum Beispiel an unserem Naschbeet. Direkt neben der Naschhecke haben wir unseren Bienenschaukasten. Immer ganz interessant für unsere Kinder. Die suchen hier ganz fleißig die Königin, die auch hier markiert ist. Wir freuen uns auf euch. Macht's gut. Bis bald. Tschüss. Tschüss. Wir freuen uns auf euch. Macht's gut. Bis bald. Tschüss. Tschüss.